Schmerz, die Erinnerung an. Oh! Ganz ruhig. Das ist ein Arzt? Iss, trink, mach den Gürtel locker. Du bist in Toussaint. Wo muss ich denn hier rein? Du hast Probleme? Hier, nein. Was du bekommen bist. Bleib ganz rein. Hä? Oh. Dein Ruf eilt dir voraus, Geralt. Sondern der Schlechter von Blaviken. Mein Gott, wo komme ich denn hier hin? Ey, das ist ja... Boah, ich krieg gerade einen Anfall, ey. Ja. Wie komme ich denn da rein? Hast du schon gehört? Ein Irrer. Ich gehe nicht. Ich mache es einfach nicht. Oh. Ach, da! Drei Wämser habe ich und in keinem Zeichen. Hä? Lass mir jetzt den Karl. Wir haben noch einen Platz für jemanden, der war. Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Ich bin Temerien. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Gwent-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Mhm. Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwent-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der nun schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See. Unser Territorium erkunden. In allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Hjalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige Fraktion spielen. Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nicht übel. Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht. Also schön. Ich probiere die neue Fraktion aus. Herrlich! Das ist Musik in meinen Ohren.
Es gibt da leider ein kleines Problem. Ich kann dir nur die Basiskarten bieten. Mein Bruder hat leider viele Schlüsselkarten weggegeben oder verloren. Und wie soll ich mit diesen Karten das Turnier gewinnen? Na, ganz einfach. Fordere die hiesigen Gewinnspieler heraus und gewinne die fehlenden Karten. Das wäre außerdem eine gute Übung für das Turnier. Hier sind die Karten, die ich dir geben kann. Nimm sie bitte. Die übrigen behalte ich, denn ich werde auch die skellige Fraktion spielen. Okay. Und erhalte durch sie weitere Stärkekarten der skellige Fraktion. Aktueller Kartensatz Stärke. Boah, nein, was? Esst, trinkt und Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. So ein Löffel, wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein, das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel oder ein Schlüssel. Hier steht was geschrieben. Ja, deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber du kannst mal im Keller nachsehen, da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Oha! Ich weiß, du hast zu tun, aber ein Ründchen Gwint? Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne! Ja. Aber gegen sie muss ich jetzt kämpfen, um so eine Karte zu kriegen. Soweit habe ich das jetzt verstanden. Oh, ist ganz gut. Und noch ein Zweier. Da geben wir einen Vierer ab. Okay. Ah, das Spiel kann ich, glaube ich, mithalten. Oh. Das Spiel kann ich definitiv nicht mithalten. Elendiger Bastard, du. Das ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich habe ja eh gewonnen. Eins. Tatsächlich, ey. Boah, was? Denn jetzt hier? Jetzt gehe ich mal hier rein, um zu wissen, wie ich hier wieder rausgehe. Noch keine Salben mehr. Oh, du Penner! Der Schein von Rügenhexer. Vorsicht! Ach, das sind doch irre viele. Oh, mein Gott. Oh.
Och. Ne. Never. Never, ey. Never. Ne. Ne. Boah. Boah. Ne. Wir können eine schwarze Perle machen. Da habe ich kein Problem mit. Ach ja, ich muss ja erst so ein Ding. Du könntest dir mal die Stiefel putzen. Warum sollte ich mir die Stiefel putzen? Ganzen Kartensets. Ey Leute, sorry, aber ich glaube kaum, dass euch das interessiert. Ach ja. Tja. Ach, da ist die Weltkarte, genau. Herzogtum Toussaint. Ah ja. Ah ja. Okay, da muss ich also erstmal hin. Ich habe keine Arbeit? Sicher habe ich Arbeit. Ich habe genug Arbeit. Also das mit dem Greencard. Ich weiß auch, dass auch irgendwo in Toussaint noch eine Quest mit Plötze ist. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo finde. Oh, es könnte meine Mutter sein. Habe ich abgeschlossen? Laufe ich hier eigentlich jetzt richtig? Nö. Ach so. Ja, man kann es auch so machen. Okay, gut. Ich hab's verstanden. Ja, dann rufen wir doch mal die gute alte Plötze her. Wow. Was ist das denn? Ein Eisbär. Nö. Boah, ist der groß. Oh, plötzlich, du siehst so schicker aus. Komm jetzt. Ach, Sirenen. Da können wir ganz schnell durchflitteln. Anscheinend doch nicht. Ja. Dann wir noch schwimmen. Oh oh. Oh oh. Nee, doch nicht. Geralt soll ich kann nicht sehen. So, Geralt, können wir jetzt? Was macht der Junge denn da? Ja, einfach Perlentaucher.
soll er denn sein? Boah. Da ist er doch. Hallo. Gut, dass du da bist. Wie sieht's aus? Hilfst du dem alten Nidas bei der Suche nach der schwarzen Perle für seine Frau? Ich will's hinter mich bringen. Die Feuchtigkeit ist schlecht für meine Knochen. Brechen wir auf. Deinen Knochen wird es nicht gefallen, aber an Land finden wir keine Perlen. Stimmt. Aber ich habe im Krieg Schlimmeres überlebt. Bei Rossrock haben wir bis zur Hüfte im Schlamm gekämpft und... ist auch egal. Die Geschichte bedeutet der Jugend nichts mehr. Komm, die Perlengründe sind nicht weit. Oben ist auch ein Leuchtturm. Huch, muss ich hier runter? Muss ich hin? Oh, sag's. Für einen Mann deines Alters ist dein Gang ziemlich flott. Du hättest mich früher sehen. Sehen sollen. Wir sind da. Wenn man hier taucht, soll man überall Austernbeete sehen können. Das Problem ist nur, dass nicht alle Perlen enthalten. Und die schwarzen sind selten. Aber wenn du lange genug suchst, findest du eine. Ach, ich soll das Tauchen übernehmen? Klar, Geralt, wer denn sonst? Nun, ich war mein Leben lang bei der Infanterie. Das Wasser ist nicht mein Element. Und meine Lungen sind auch nicht mehr so kräftig. Also, ja. Der Kunde hat immer recht. Des ewigen Feuers mit dir sein. Johoho. Ewige Feuer. Scheiß auf ewige Feuer, ey. Irgendwie ist die Grafik von dem Wasser gerade so mega geil. Wo soll das tauchen hier? Oh. Ja, sicher. Und tschüss. Hä, wo schießt er denn jetzt hin? So. Als wenn ich die nicht sehen würde, weißt du? Ah, da! Na, das ist eine weiße. Eine schwarze. Das ist auch eine weiße. Schwarze Perle. Hallo? Wie lange brauche ich denn zum Auftauchen? Ach. Scheiße. Jetzt kommt die Alte ins Wasser, ey. Oh nein, und er wird von Ertrunkenen angegriffen. Oh. Scheiße, hoffentlich stirbt er nicht. Bitte lass ihn nicht sterben, ey. Jetzt kommt auch noch dieses blöde Mistvieh hier runter. Hilfe! Alleine schaffe ich das nicht. So. Habe ich gemacht. Hier ist nichts mehr. Ja, gut, sie noch halt, aber... Wenn's regnet, dann nichts. Verdammt. Das Spritzen muss sie angelockt haben. Alles in Ordnung? Bin an einigen Stellen verletzt. Aber wenn ich Sodden überlebt habe, überlebe ich auch das. Hattest du Glück? Ja, aber eine schwarze Perle, wie gewünscht. Wunderschön. Selten. Wie meine Letter. Nun, wie Marschall Nathalie sagen würde, du hast dir eine Medaille verdient. Oder eine Woche im Bordell. Münzen reichen mir vollkommen. Oh, ja. Hör zu, es ist mir schrecklich peinlich, aber... Nun, ich habe keine Münzen dabei. Weise. Nicht wahr? Selbst die Hauptstraßen sind gefährlich. Nicht so wie früher. Wir treffen uns in Novigrad. Ich bezahle dich bis auf den letzten Heller. Fußsoldaten, Ehrenwort. Okay, ich habe hier einen Leuchtturm gesehen. Leuchttürme mag ich. Wir gehen da mal hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da auch etwas ist, was... Ich weiß nicht. Oh. Mach den fertig! Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt... Eigentlich nicht. Meine Mutter hat mich immer lieb gehabt. Oh, guck mal, ganz viele Piraten. Wow.
Moment. Auge um Auge. Boah. Ach ja, wir sind ja Level Dingsbums. Boah. Kein Wunder, dass wir die fertig machen. Warte, ich mache hier gerade Finish Dingsbums. Stimmt ja, wir sind ja schon voll das hohe Level. Perlen der Küste. Mhm. Jetzt will ich aber hier hin. Genau. Oh, ja, super. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Wusste ich's doch, dass hier irgendwas ist. Was macht noch mal Nebel? Geister. Ja, sag ich doch. Oh. Hey, 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 hey. Erscheinungen. Wunde am Rücken. Er ist weggerannt. Okay. Noch einer? Hatte fast die Deckung erreicht, aber nur fast. Mhm. Hier ist ein Häuschen. Hey, ist da jemand? Tatsache. Aber ich bin gut. Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel. Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Wergen gesehen, als... Aus dem Nichts. Einfach so. Das Feuer ging aus. Und der Wind legte sich plötzlich. So fing es an. Ich kam her, um Öl zu holen. Ging vors Haus. Sah nach oben. Sah den Nebel. Und da tauchten die Geister auf. Sie stürzten sich auf mich. Schrecklich. Bin zurück ins Haus. Hab die Tür verriegelt und dann habe ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikjal. Mikjal. Ich sah hinaus. Da war diese große Gestalt. Von ihr ging so viel Kälte aus, dass die Fenster vereist sind. Mhm. Ich kann versuchen, dir zu helfen, aber erst ein paar Fragen. Du kannst mich löchern, wenn du mich hier nur wegholst. Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen. Etwas hat sie hergelockt. Weißt du was? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts. Den Leuchtturm, meine Hütte, sonst nur Felsen. Sogar die Ertrunkenen wissen, dass es auf Eldberg nichts zu holen gibt. Diese große Erscheinung, erzähl mir darüber. Sie schien intelligenter zu sein als wir anderen. Mhm. Als wüsste sie alles. Okay. Ich war keine große Hilfe, oder? Ich habe sie nur einmal gesehen. Danach ist sie verschwunden. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Hier. Das ist der Schlüssel für den Leuchtturm, falls du einen Blick reinwerfen willst oder vor etwas fliehen musst. Der macht einen echt... Ach ja, wir haben nur einen Erfahrung... Ja, Erfahrung... Klar, kriegen wir nur einen Erfahrungspunkt. Weil wir ja schon viel höher gelevelt sind, als wir sollten. Als wir sein sollten für diese Herausforderung. Boah, diese Geister, ne, die machen einen richtig Angst, ne? Zeig mir, was du zu bieten hast. Da ist nichts mehr, Geralt. Oh, fall hier nicht runter, ey. So. Hier ist alles in Ordnung. Hallo? Einmal nach oben klettern. Hier hat gerade was vibriert. Aha. Hallo? Ein Brief. Sieh einer an. Der Leuchtturm hütet ein ziemlich dunkles Geheimnis.
Nö, hier ist nichts mehr. Nicht fallen. Ist es sicher? Hm. Ich weiß nicht, hä? Welche Quest ist denn das jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Eine schwarze Perle ist das nicht. Sammle sie alle? Nein. Monster schlechte Hexe sein, um herauszufinden, was die Ertrunkenen beim See tötet. In Kaer Morhen? Okay. Verteidiger des Glaubens? Ach da, Hexeraufträge ist das bestimmt. Genau. Boah. Alter Schwede. Hä? Phantom? Phantom? Da, ja, Phantom, das von Edmund Schwing mit Jörg wird arbeiten über den Auftrag, Schwing mit Jika über den Blühe, erkunde den Leuchtturm mit Hilfe deiner Hexer. Hab ich doch getan! Erkunde den Leuchtturm, hab ich getan. Ich hab den Leuchtturm erkundet. Hä? Hä? Ich hab den Leuchtturm doch erkundet. Und mit dem Typen habe ich auch gelabert. Verstehe ich gar nichts mehr. So. Ah! Symbole einer Bindung. Manifestationen bösen Willens. Fokussiert, konzentriert. Es ist also ein Fluch. Ein Fluch, der die Geister hier hält. Ein Büßer? Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Okay. Wenn Mikia der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Okay. Puh. Ach, du bist. Hast du was rausgefunden? Die Insel wird von einem Büßer heimgesucht. Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten. Wie Schiffe zu den Felsen zu locken und die Wracks zu plündern. Streite es nicht ab. Ich habe den Brief gefunden. Langboote sinken ab und zu. Das ist das Meer. Das ist die Natur. Wenn sie in der Nähe der Insel sinken, ist die Fracht wenigstens nicht verloren. Darüber reden wir später. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Aber warum? Ich bin kein Krieger. Dachte ich mir. Aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort. Den kannst nur du brechen. Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden. Der Büßer ist unbezwingbar, solange die Insel im Dunkeln liegt. Ich kann nicht rausgehen. Er würde mich umbringen. Das spüre ich. Vielleicht könntest du. Ich begleite dich. Keine Ausreden. Hol dir das Öl, dann gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Sieh nur, da! Das ist er! Ich sehe ihn. Mhm. Sei still und zünde das Feuer an. Vergiss nicht, wenn du versagst, tötet der Büßer erst mich und dann dich. Beeil dich! Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ah! Wow, wow, wow! Wie schmeckt dir das Silber? Das ist eklig. Wow, 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 wow. Obwohl ich so ein hohes Level bin, macht er mich trotzdem fertig. Wow. Licht, endlich. Jetzt können wir es zu Ende bringen. Ah!
alles gut? Hat es funktioniert? Ja. Ja, hat es. Aber das macht die Insel nicht sicherer, weil du noch da bist. Ein Leuchtturmwärter, der Schiffe auf die Felsen lockt. Eine Schande. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Das weiß ich jetzt. Ich schwöre bei Freya und allen Göttern, nie wieder. Ganz sicher nie wieder. Wenn unsere Unterhaltung zu Ende ist, packst du deine Sachen und gehst. Für immer. Verstanden? Aber ich... Verstanden. Kein Aber, du machst das so. Oh.